Tausend. Bei bestem Fußballwetter melden wir uns heute, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Heute Wolfuß und Fassmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Auf unserem Programm steht heute der letzte Spieltag der Online-Saisons. Genauer gesagt einer Partie, in der Sie die Klasse halten könnten. Die Dons gegen die Wolves. Ja, guter Pass. Wo ist denn da unser IV schon wieder? Er hat sich noch die Eier gepellt. Na, ich war kurz Toilette noch. Ich hatte den Druck auf der Blase. Dann sag doch was, dann gehen wir kurz raus. Ist ja nicht so, als wäre das eine wichtige Partie hier. Ist auch noch außer Atem, ob das gut geht. Oh, jo. So, den Marianngraben gesäubert, oder? Nächste Ecke jetzt. Nee, auf der Toilette. Ecke kommt ins Zentrum. Das hat er nicht verstanden. Die Arschritze, meine ich, ey. Nee, Pinkeln. Ach, hast du dran hängen lassen. Ja, Klabusterbären. Das schmeckt lecker. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Sie spielen steil, gefährlich. Jawohl. Und Elfmeter. Zwischen 2-0 dann. Unfassbar! Das Ding könnte noch ganz, ganz wichtig werden. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Er hat die Chance. Oh! Oh. Das kann ihm nicht gefallen. Der ärgert sich auch. Ja, den mussten sie machen. Dann haben sie hier alles im Griff. Aber so ist Zittern angesagt. Schön. Jetzt mal die Füße richten, die sind noch irgendwie. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Ausland. Alle lassen eingestellt. Dreht. Die Dons über außen jetzt, da wäre Platz. Super! Oh. Also der Torwart hält irgendwie nichts fest, heute. Der hat dann Snickers in der Hand gehabt. Gute Gelegenheit jetzt hier mit dieser Ecke. Schön. Er ist da und kann den Ball hier klären. Hat jetzt Anspielstation. Und klasse durchgesetzt. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Hören. Das war eine riesen Parade gerade, eine klasse Szene. Oh Gott, auch noch da. Ey. Flanke kommt rein. Ja. Oh. Krieg ich nicht mehr weg. Du warst schon kacken. Oh, schade. Hätte ich gerne Wiederholung gesehen. Er ist on fire. Stark. Mit dem Lucio. Guter Pass jetzt. Oh. Was macht er draus? Könnte was werden. Er ist nicht drin. Aber das war knapp. Das war richtig knapp. Hätten wir mal lieber das 2-0 gemacht. Ne? Warum schon? Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Er kann klären. Aber ich. Auch nicht. Schön. Da passt er auf. Ah, scheiße, hatte ich schon gedrückt, als du noch. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Schön. Oder jetzt. Jawohl. Man muss ja Michael beim nächsten Mal um seinen Stammplatz kämpfen. Warum der Michael? Ja, wenn du auf seiner Position spielst und du machst die Buben. Vielleicht sollte man mal zusammen spielen. Nee. Ach, da bin ich jetzt komplett dagegen. Schön. Schön. Das ist die Antwort. Setz dich auf den blauen Sitz.
Wir nehmen mit und jubeln. Schmeiß in den Torwart in den Rücken. Nein. Jawohl. Jawohl. Ja, klasse Pass. Ja, geht gut dazwischen. Ja, da ist Platz jetzt. Chance zum Anschlusstreffer. Wie der Bot da läuft, so wie auf Eis. Und ich überhole den noch. Ich komme aus der Mitte. Da kann er jetzt erstmal klären. Vom Spielverlauf her müsste es ganz anders aussehen. Aber wenn du deine Chancen nicht nutzt, dann liegst du eben hin. Hören. Er entscheidet auf Freistoß und das ist der okay. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Ja, könnte was werden. Flanke kommt. Ball kommt nicht sonderlich gefährlich. Kann den Ball halten, schön gehechtet. Macht das unheimlich sicher. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. Vielleicht können Sie diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen, die Fans hoffen drauf. Klasse vom Torwart, er pariert diesen Kopfball. Guter Vorstoß von den Wolves. Oh, oh. Super dazwischen gegangen. Hartes Einsteigen, aber Vorteil, kein Pfiffspiel, geht erstmal weiter. Oh. Da riskiert der Kopf und Kragen mit dieser Grätsche, aber es ist ja gut gegangen. Ja. Oh. Sauberes Tackling von ihm. Hast du noch? Oh, schade. Oh, Schott. Sie holen sich hier den Ball. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Da muss er hin und holt sich den Ball. Die erste Hälfte war klasse, 3:1 steht. Ich hab's doch hell. Einige Tore sehen, darf gerne so weitergehen. Eigentor auch noch, ey. Eieieiei. Twitch-Rate oder was? Also mickrig mit 8 Leuten. Direkt rufen, hier bitte Amazon Prime Abo. Haben wir auch TikTok oder wie das heißt? Big Fuck. Big Fuck. Dicke Facke. Marianengraben ist noch Dreck. Mein Gamertag. Bei Fickfuck. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Die Dons mit einem Angriff. Der Ball ist im Aus. Ah, shit. Abschluss weiter. Ah, cool. Wie wirst du das eigentlich schwärzen, Juju? Was denn? Wie? Genau die.
Ach so, ja. Damit ich mich besser sehen kann. Schuhe sind das. Och Mann, ey. Sind Pantau? Sind die Pantau-Schuhe. Flanke auf den langen Pfosten. Oh, Schuss. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Hören. Ballgewinn, gefährliche Position. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau, richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung. Nee, das ist unser Vorteil. Gut den Körper eingesetzt. Das ist der Beste. Gut und fair, das Tackling. Die Dons kommen. Ach komm! Das ist schon mal eine neue Stelle reingepatcht, von der man immer trifft. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Aber. Gut gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Jetzt weiß ich's. Ich spiele mit Mario Basler. Ich höre die Kippe im Mund, ey. Wichtiger Vorteil, also gibt's nun doch den Freistoß. Da ist der Ball an den langen Pfosten. Könnte die Ecke jetzt vielleicht nutzen. Die Fans hoffen bei der Ecke jetzt auf den Ausgleich. Der Ball kommt rein. Ja. Jetzt der Ball. Wer hat den Ball auf? Wow. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Oh, oh Gott, ey. Ah, da ist der Ball weg. Ball ist unterwegs. Schön. Vielleicht der Ausgleich und die Balle oben. Oh, was ist denn da los, da ist er ey? Da und kann klären. Klappt hier. Los, geben den Ballbesitz ab. Cool. Nein. Ich schieß lassen. Die Gelegenheit, um zu flanken. Da können sie erstmal klären. Er zieht vorbei. Oh Gott, halt die Kiste noch mal fest, ey. Das heißt jetzt, der Klassenerhalt wäre in diesem Moment nicht mehr geschafft. Das ist bitter. Das wollen sie unbedingt verhindern. Jetzt ist ja noch Zeit. Es muss mehr kommen vom Team. Ja. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Fairer Einsatz hier. Unnötiger Ballverlust. Ach, durch. Scheiße. Ah, das könnte was werden jetzt. Flanke kommt. Was für ein Schuss! Einfach nur perfekt gemacht, eine tolle Aktion. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Ecke kommt. Bei dem Eckball ist er da. Die Dons im Angriff. Macht er gut! Aus dieser Hereingabe wird er erst. Hau doch weg jetzt! Hey. Schön so. In diesen Zweikampf. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Spiel läuft im Moment an ihm vorbei, aber er kämpft, er will jetzt den Ball. Hier fummelt er sich wieder fest, ey. Da kommt sie im Ballbesitz. Sehr gutes Technik. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Ach, passt doch.
Mann. Ach Gott im Himmel, ey. Schick mir echt einen Geduldsfaden, Bro. Denn weiter steht es hier unentschieden. Und nur ein Sieg würde ja reichen. Jetzt müssen sie also noch mal alles riskieren. Der Klassenerhalt ist doch so nah. Frage ist, wer kann die Mannschaft jetzt noch mal mitreißen? Das ist der Oberkorn-Style. Das ist echt geil, der Bot spielt wie. Und es bleiben noch 5 Minuten. Ja, und wenn sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten sie diesen Angriff tunlichst verwerten. Ach Gott. Wenn der Pass einen Moment später kommt, ist niemand mehr im Abseits. Ja, diese Geduld schön. Muss natürlich haben, sonst kommt sowas dabei raus. Kann er was draus machen? Da wäre Platz für einen Konter. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Weiter gefährlich nach dieser Pause. Oh. Jetzt können Sie klären, er hätte sonst gefährlich werden können. Scheiße, das war's schon fast. Wenn der in den Ball kommt, einfach direkt nach vorne. Wieso? No. Das andere vorne. Ecke kommt ins Zentrum. Och, dann halt das mal fest, das Ding. Jawohl. Das war's in diesem Spiel. Das war schon leider, leider auch in dieser Division zumindest vorerst. Denn mit diesem Remis sind sie nun endgültig abgestiegen. Aber ich glaube, dieser Abschied, der wird nur vorübergehend sein. Das ist ein Ausrutscher. Ich glaube, sie kommen wieder. Sie werden 23 so 4 Schüsse. Wachsen, wie ich nicht sagen. Sie werden daraus lernen. Es war eine mäßige Saison. Unwahrscheinlich. Das würde mich sehr wundern.